würde gerne differenzieren zwischen Sorge und Sorgearbeit. Bei dem Begriff der Sorge geht es um die Wahrnehmung der Verletzlichkeit von sich selbst und von anderen. Und wenn es um diese Wahrnehmung der Verletzlichkeit geht, gibt es auch einen englischsprachigen Begriff, der das auf den Punkt bringt und der heißt Caring About. Davon zu unterscheiden ist, wenn ich dann mal die Verletzlichkeit wahrgenommen habe, in welcher Art und Weise reagiere ich darauf? Welche Antwort gebe ich auf diese Wahrnehmung der Verletzlichkeit? Im Englischsprachigen gibt es dazu den Begriff des Caring for. In dem Diskurs wird vor allen Dingen betont, dass dieses Antwortgeben letztendlich responsiv gemeint ist. Also responsiv bedeutet, dass ich sensibel gegenüber der Verletzlichkeit von mir selbst und dem anderen bin und dass derjenige, der sozusagen selbst die Verletzlichkeit hat, spürt, dass die Antwort, die gegeben wurde, ihm auch gerecht oder ihr auch gerecht wurde. Von dieser Idee von Care unterscheidet sich eine Form der Sorgearbeit, die sehr stark vom Begriff her geprägt wurde von Ilona Ostner. Ilona Ostner spricht bei Sorgearbeit von einem weiblichen Arbeitsvermögen. Und das weibliche Arbeitsvermögen ist ein Begriff, den sie aus der marxistischen Tradition heraus entwickelt hat, der sozusagen betont, dass es hier um eine gebrauchswertorientierte Arbeit geht, die im Kontext zum Beispiel von Familie, aber auch von sozialer Arbeit, Kindererziehung, also öffentlicher Kindererziehung und so weiter hervorgebracht wird. In dem Moment, wo ich Sorgearbeit betone, liegt der Fokus auf das Doing. Also das Doing braucht zwar immer eine Wahrnehmung, aber es letztendlich steht im Fokus der Herstellungsprozess. Also das Machen, das Sorgen geben und weniger der Wahrnehmungsprozess davon. Bei dem historischen Begriff der Sorgearbeit spielt in Deutschland die Fürsorge eine zentrale Rolle, die zeitlich verortet werden kann in der mittelalterlichen Tradition und verbunden ist mit einer Ethik der Barmherzigkeit. Historisch betrachtet kann man sagen, dass diese doch sehr stark religiös fundierte Form der Fürsorge sich mit der Entwicklung der Neuzeit verändert hat und dass es zu einem zunehmenden Rationalisierungsprozess dieser Fürsorge gekommen ist und die Fürsorge in ein Spannungsverhältnis zu dieser Rationalisierungsform der Fürsorge sich entwickelte. Im 19. Jahrhundert gibt es dann nochmal eine sehr spezifische Entwicklung mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, die sozusagen darauf basiert, dass es eine Arbeitsteilung zwischen der Produktionsarbeit und der Reproduktionsarbeit gibt. Und ausgehend von dieser Arbeitsteilung wird die Fürsorge als weiblich konnotiert und zunehmend dem Reproduktionsbereich zugeschrieben, also konkret insbesondere der Familie. Aber dann eben auch als eine Form, die in ja, öffentlichen Formen der Kindererziehung, der Sorge um alte Menschen etc. Ebenfalls hervorgebracht wurde. Vor diesem Hintergrund der Herausentwicklung einer ja, Arbeitsteilung gab es eine Gegenbewegung von den Frauen im Rahmen der Frauenbewegung, die versucht haben, diese Privatisierung der Fürsorge zum Problem zu machen und sich selbst als jemand wahrzunehmen, die durchaus einen Beitrag für die Öffentlichkeit leisten wollen. Es gibt da einen spezifischen Begriff, den Sachse geprägt hat. Hier wird von geistiger Mütterlichkeit gesprochen. Der drückt genau diesen Wandel aus, dass die Fürsorge nicht mehr nur eine private ist, sondern zunehmend ein Engagement von Frauen in der Öffentlichkeit, in beruflichen Formen der Versorgung von Kindern, der Sorge um Arme, Alte etc.
In diesem historischen Kontext entsteht sozusagen eine Verberuflichung, also eine Verberuflichung der Kindererziehung, eine Verberuflichung der sozialen Arbeit, die letztendlich einherging mit einem systematischen Ausbau eines Wohlfahrtssystems, in dem diese verschiedenen Formen der Sorge bereitgestellt wurden. Mit dem Ausbau des Wohlfahrtssystems kam es zu einem Spannungsverhältnis zwischen der öffentlich organisierten Form der Fürsorge und diesem Engagement, teilweise eben ehrenamtlich oder beruflichem Engagement der Frauen im Kontext dieses Wohlfahrtssystems, welches eben immer über eine reine rationale bürokratische Orientierung hinausgehen wollte und sich sehr viel stärker auch um die Bedürfnisse der anderen, der verletzlichen Kinder, älteren Menschen, Kranken etc. bemühte. Aus diesem Zusammenhang heraus hat sich eine spezifische Wissenschaft entwickelt, die Fürsorgewissenschaft genannt wurde. Klumka war der erste Vertreter der Fürsorgewissenschaft an der Universität Frankfurt. Der sagte, dass es im Kern bei dem Begriff der Fürsorge um praktisch diese persönliche Fürsorge geht, die aber eben strukturell im Spannungsverhältnis zu der öffentlichen Organisation der Fürsorge steht. Die Erziehungswissenschaft stellt sich zu diesem Fürsorgediskurs kritisch. Also zumindest gibt es bestimmte Autoren, die das tun, die einen relativ großen Einfluss innerhalb der Erziehungswissenschaft gehabt haben. Dazu gehört Knoll, der Fürsorge immer vorgeworfen hat, dass sie zu sehr an der Not des Einzelnen orientiert sei und die aufbauende Arbeit zu kurz käme. Also das heißt, die Fürsorgewissenschaft hat gerade in der Weimarer Republik durchaus eine Tradition, die eher kritisch dem gegenüber eingestellt gewesen ist, die dann auch sich weniger stark im Bereich der Erziehungsfürsorge verortet hat, sondern stattdessen lieber in der Jugendbildung, Jugendpflege hieß es damals etc. Mit dieser Umwandlung sozusagen der auf Not gerichteten Fürsorge zu der aufbauenden Pädagogik ging ein Wandel einher, der die Erziehungswissenschaft in eine etwas unrühmliche Situation gebracht hat, weil Vertreter oder auch Schülerinnen von Hermann Knoll, die wie Charlotte Dietrich, die dann praktisch die Frauenschule von Alice Salomon übernommen haben, die Fürsorge als berufliche Arbeit in Deutschland etabliert hatte, die trugen dann letztendlich dazu bei, dass es möglich wurde, dass die Fürsorgearbeit in eine Volkswohlfahrtspflege überführt wurde, wo es eher sozusagen darum ging, dass das Volk Ganze im Fokus stand und nicht mehr das Leiden des Individuums. Das heißt, wir haben in der Erziehungswissenschaft durchaus eine Tradition, die im Hinblick auf Sorge sozusagen sich eher distanzierend verhalten hat, anstatt die Möglichkeiten davon systematisch wertzuschätzen. Der Begriff der Fürsorge ist dann nach dem Faschismus überführt worden in den Begriff der Sozialarbeit. Und erst in den 90er Jahren kam es sozusagen wieder, oder entstand wieder neues Interesse an dem Begriff von Sorge, dann in Abgrenzung zur Fürsorge und im Hinblick auf Sorgearbeit. Was ist der Hintergrund dieses neu erwachten Interesses? Man kann sagen, dass eine Entwicklung beobachtbar ist, indem zunehmend mehr, also ein Haushalt nicht mehr durch eine Person, die arbeitet, hinreichend finanziell ausgestattet werden kann, sondern dass es notwendig ist, dass zwei Personen arbeiten. Das ist das Double-Earner-Modell. Und mit diesem Double-Earner-Modell stellt sich halt die Frage, wie jetzt Sorgearbeit organisiert wird, weil sie nicht mehr selbstverständlich im Kontext der Familie gewährleistet werden kann. Das heißt, wir haben es seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mit einer zunehmenden öffentlichen Verantwortung
für das Thema der Sorge zu tun. Das ist zum Beispiel daran erkennbar, dass es einen Rechtsanspruch von Kindern auf Kita-Betreuung gibt. Und das wird jetzt auch noch für Grundschulkinder ausgebaut. Das bedeutet aber, dass diese unsichtbare Sorgearbeit, die unbezahlte Sorgearbeit in der Familie zunehmend bezahlt wird. Und dass sich dann die Frage stellt, ob eben praktisch mit dieser Transformation möglicherweise auch Veränderungen, Verschiebungen einhergehen. Das heißt, dass Sorgearbeit zunehmend in den Hintergrund gerückt wird und stattdessen sich diese Institutionen auch nochmal differenzieren zu dem, was in der Familie möglich ist. Also im Bereich der Kindertagesbetreuung kann man das daran erkennen, dass es eine Trias zwischen Betreuung, die eben mit Sorge in Verbindung gebracht wird, Erziehung und Bildung gibt. Und dass die öffentliche Kindertagesbetreuung eine gewisse Tendenz dazu hat, sich von der Sorgearbeit zu distanzieren, weil sie sehr schnell damit verknüpft wird, dass es hier nur um ein Aufbewahren, eine Betreuung geht, anstatt sozusagen die höheren Funktionen, die der Bildung einzunehmen. Hier entwickelte sich dann gerade in der pädagogischen Anthropologie auch ein Diskurs darum, der die mangelnde Wertschätzung der Sorge systematisch zum Thema gemacht hat. Es gibt verschiedene wissenschaftstheoretische Traditionen, die durchaus relevant sind. Wenn ich nochmal zurückblende, wie ich am Anfang den Sorgebegriff definiert habe, ist diese Tradition dieses Sorgebegriffs eingebettet in die Phänomenologie. Die Phänomenologie, aber auch die Existenzialanalyse von Heidegger ist eine der großen Traditionslinien. Hier geht es sozusagen um die Sorge um den anderen als anderen. Hier gibt es auch eine christlich-jüdische Tradition, die praktisch sehr stark Richtung auch einer Ethik ausgerichtet ist. Davon zu unterscheiden ist eine Tradition, die sich sehr viel stärker in so einer marxistischen Linie versteht und die den Blick vielmehr darauf richtet, in welcher Art und Weise wird Sorge, Arbeit gesellschaftlich anerkannt und wie verändert sich das sozusagen historisch. Also das heißt, hier wird sozusagen eine kapitalistische Gesellschaft als Problem für die Möglichkeit von Sorge gesehen. Und es geht in dieser marxistischen Tradition, feministisch-marxistischen Tradition, sehr viel stärker darum, dass praktisch diese Form der gebrauchswertorientierten Sorgearbeit systematisch anerkannt wird. So werden vor diesem Hintergrund zum Beispiel care-ökonomische Berechnungen gemacht, was es bedeuten würde, wenn die unsichtbare Sorgearbeit Teil einer wirtschaftlichen Anerkennung wäre, also mit dem Bruttosozialprodukt verrechnet würde. Und dann wird sehr schnell deutlich, dass das schier unmöglich ist oder erscheint, unter den gegebenen Bedingungen diese Sorgearbeit systematisch anzuerkennen. Es gibt noch eine dritte Traditionslinie, die ich auch für recht relevant halte. Die kann aus diesem feministisch-psychoanalytischen Kontext heraus oder die wurde aus diesem Kontext heraus entwickelt. Da spielen Personen wie Chris Deva zum Beispiel eine zentrale Rolle. Und Chris Deva versucht deutlich zu machen oder stellt sich die Frage, wie kommt es dazu, dass die Sorgearbeit gesellschaftlich so wenig anerkannt wird und in welcher Art und Weise, da wird der Begriff der Abjection gepflegt, also in welcher Art und Weise es hier um Formen der Arbeit geht, die zum Beispiel mit Blut, mit Milch etc. verknüpft wird und dass genau diese enge Verknüpfung mit diesen inhigen Flüssigkeiten strukturell abgewertet wird und dazu sozusagen eine emotionale
Distanz aufgebaut wird, die letztendlich dazu beiträgt, dass Sorge gesellschaftlich nicht anerkannt wird. Die Sorgearbeit ist in der Erziehungswissenschaft in den letzten Jahren durchaus relevant geworden. Man kann es an den Beiträgen in den Fachzeitschriften sehen. Man kann es an den Tagungen erkennen. Also vor 2 Jahren hat zum Beispiel die pädagogische Anthropologie eine Tagung zum Thema Sorge durchgeführt. Also beobachtbar ist, es bekommt eine zunehmende Relevanz. Dabei gibt es sozusagen verschiedene Richtungen, in denen das aufgegriffen wird. Im Kontext der pädagogischen Anthropologie wird relativ stark der philosophische Diskurs zum Thema Sorge in den Fokus gestellt, wird dann aber nochmal spezifisch auf so einer generationalen Ebene zum Thema gemacht. Da gibt es aber auch eine feministische Traditionslinie, die praktisch die Problematisierung der Zuschreibung von Sorge als eine weibliche Sorgearbeit, ein weibliches Arbeitsvermögen durchaus zum Thema macht. Von dieser eben genannten erziehungswissenschaftlichen Tradition im Kontext der pädagogischen Anthropologie ist zu unterscheiden eine Traditionslinie im Bereich der Pädagogik der frühen Kindheit, die eben genau das Thema aufgreift, was ich eben schon angesprochen habe, die Frage der Kindertagesbetreuung. Und hier geht es eben darum, diesen Betreuungsbegriff auch aus der Perspektive von Sorge nochmal systematisch aufzuarbeiten, gerade weil er mit dem Recht auf Kindertagesbetreuung eine zunehmende Relevanz bekommt. Im Bereich der Sozialpädagogik ist der Diskurs um das Thema Sorge tatsächlich relational zu den anderen genannten Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft seit den 90er Jahren systematisch im Gang. Und dort wird sehr stark diese wohlfahrtsstaatliche Einbindung der Sorgearbeit zum Thema gemacht. Es wird problematisiert, dass im Kontext einer neosozialen Transformation von Gesellschaft die Sorgearbeit zunehmend problematisch wird. Also zwar wird öffentlich dafür Verantwortung übernommen, aber es stellt sich die Frage, inwieweit in diesem Kontext dann dem gerecht wird, was das Kind auch tatsächlich braucht. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass auf die Professionellen dann Bezug genommen wird und der Blick sehr stark darauf gerichtet wird, inwieweit die mit den Ansprüchen, was Sorge letztendlich bedeutet und den strukturellen Möglichkeiten, in die sie eingebunden sind, das sozusagen zusammenpasst oder nicht letztendlich zu einer Krise der Care-Arbeit führt. Ein dritter Punkt, der im Bereich der Sozialpädagogik thematisiert wird, ist die Grenze der wohlfahrtsstaatlichen Organisation der öffentlichen Verantwortung von Sorgearbeit, die sich zum Beispiel im Kontext des Diskurses um die Tafel widerspiegelt, wo deutlich wird, dass diese Form der Verberuflichung der Sorge zum Problem wird und stattdessen über ehrenamtliche Arbeit versucht wird, in die Lücken zu springen, die entstanden sind, weil die Selbstverantwortung für die Sorge nicht möglich ist, aber eben auch die staatliche Verantwortung für die Sorge zunehmend zum Problem wird. In diesem Kontext wird auch noch der Begriff der Mitleidsökonomie sehr stark gemacht. Also wenn ich mir ein Forschungsprojekt vorstelle, was sich mit dem Thema Sorge auseinandersetzt, dann würde ich jetzt aktuell einen Bezug zur Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern mir vorstellen können. Und in diesem Kontext soll ja eben ein Recht auf Ganztagsbetreuung organisiert werden. Aber in diesem Kontext ist erkennbar, dass der Staat nicht alleine die Verantwortung übernehmen kann, sondern zunehmend sich die Frage auch stellt, in welcher Art und Weise Ehrenamtliche die Arbeit übernehmen können. Interessant vor diesem Hintergrund wäre
aus so einer care-ethischen Perspektive gerade die Kinder systematisch in den Blick zu nehmen, indem man sie zum Beispiel über den ganzen Tag hinweg begleitet und die verschiedenen institutionellen und auch informellen Kontexte miteinander vergleicht, in dem sich diese Sorgeprozesse vollziehen können. Also das würde konkret bedeuten, als Forscherin würde man so eine Art teilnehmende Beobachtung machen und Interviews mit den Kindern führen, während sie sich sozusagen von dem familiären Kontext hinaus in die Schule bewegen, dann wiederum hinterher in einen Verein gehen oder andere Formen der Betreuung im Hort etc. aufnehmen. Und man könnte dann genau sich anschauen, in welcher Art und Weise vollzieht sich in diesen verschiedenen Settings Sorge und wie wird das Kind diese Form der Sorge wahrnehmen, wann fühlt es sich umsorgt, wann hat es das Gefühl, zu kurz zu kommen, wären sozusagen relevante Fragen, die insofern auch von Bedeutung sind, weil davon ausgehend jeweils spezifisch gezeigt werden kann, was vermögen, welche institutionelle Kontexte im Hinblick auf Sorgearbeit letztendlich zu leisten, was sind die strukturellen Bedingungen, die hervorgebracht werden müssen, damit aus der Perspektive des Kindes das, was dort sich vollzieht, auch als Sorge wahrgenommen wird. Und darüber hinaus kann man sozusagen auch Aussagen darüber machen, in welcher Art und Weise zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten, die im Kontext einer Ganztagsbetreuung eingebunden sind, tatsächlich diesem Anspruch einer sorgenden Beziehung gerecht werden können, welche Überforderungen dabei entstehen, etc. Man kann ganz viele Texte nehmen. Ich würde auf jeden Fall den Text oder einen der Texte von Brückner vorschlagen. Margret Brückner hat seit den 90er Jahren sich systematisch sowohl mit einer care-ethischen Perspektive als auch mit einer wohlfahrtsstaatlichen Perspektive um Sorge herum auseinandergesetzt. Sie hat die informelle Ebene der Sorge als auch die professionelle Ebene der Sorge systematisch in den Blick genommen. Und ihr gelingt es auch über empirische Untersuchungen hervorragend, dieses Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit von Sorge und den Problemen der Institutionalisierung von Sorge in einen jeweils gesellschaftlich spezifisch historischen Kontext aufzuweisen. Neben diesen Text von Brückner gibt es auch ausgehend von der Tagung der pädagogischen Anthropologie einen Text von Cornelia Dietrich und von Uhlendorf, die praktisch aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive in dem Einleitungsartikel systematisch versuchen, Blickschneisen herauszuarbeiten, in denen die verschiedenen Traditionslinien aufgezeigt werden, in der Form, wie sie in der Erziehungswissenschaft aufgegriffen werden.